Moin Leute, willkommen zu unserer ersten Hamburger Comic-Runde. Ich habe mir einfach mal Verstärkung geholt. Jo. In letzter Zeit bin ich ja nicht ganz alleine auf meinem Channel. Hier haben wir einmal den Sascha. Moin. Moin. Sascha, du bist noch recht neu in der ganzen Sache. Seit wann bist du jetzt dabei? Circa zweieinhalb Jahre etwa. Zweieinhalb Jahre, ja, das geht ja auch schon. Ja. Und dann haben wir noch den André. Und André ist... Ja, ich will jetzt nicht sagen, das komplette Gegenteil von Sascha, weil zweieinhalb Jahre sind ja doch schon ein bisschen was. Aber du arbeitest tatsächlich im Comicladen. Ja, mittlerweile, ja, seit knapp anderthalb Jahren. Und davor natürlich auch begeisterter Leser. Ja. Wie bist du zu Comics gekommen? Eher spontan aus der Not heraus, dass ich nicht mehr so Bücher, schwere Kost lesen konnte, dass ich dann eher mich wieder an die leichtere Kost begeben habe. Mhm. Comics, aber früher als junger Mensch auch eben so die klassischen Sachen wie Mickey Mouse, Asterix, Tim und Struppi. Ich denke, damit sind wir alle irgendwie gestartet. So. Ja. Und dann kam erstmal nichts. Ja. Ich kann mich auch noch voll gut an die Zeiten erinnern. Mama drückt den Euro in die Hand. Ja, und dann ein Euro verdient. Bist du auch schon der Euro? Nee, aber damals war es ja dann eine Mark oder eine Mark. 2002 ist D-Mark gekommen, ne? Oder 1? Euro meinst du jetzt? Ja, meine ich. Ja. Ich glaube, das war noch D-Mark, ne? Also, ja, komm, die Uhr noch. Da war die Mark in die Hand gedrückt haben. Da war ich 5 oder 6. Fürs also als Währung gewechselt. Ja, gut, okay. Dann passt es. Ab zu Spar um die Ecke, Mickey Mouse gekauft. Eigentlich nur wegen des Gimmicks drin. Ja. Oder die Yps war es bei uns damals. Die Yps-Hefte, ja! Oh, nee, das hat uns halt so abgeholt. Yps kann ich gar nicht. Kann ich nur es gab Wahlzeit. So sinnlose Sachen da drin, das glaubst du gar nicht, ey. Das Beste war immer noch dieser Solarzeppelin. Ein schwarzer Müllsack. Ja, klar, in der Hitze so mit Luft drin, da wärmt er sich und steigt auf, aber. Ja, wie man aus, muss, sag ich mal, ne, Geld machen. Ja, warum kauft man sonst? Ja. Diese Spaghetti-Dame, ne, mit der. Kurbel. Das kenne ich aber auch irgendwo. Die viereckige Eiermaschine war auch nicht schlecht. Die Uhrzeitkrebse. Ja, die waren Standard. Die sind aber überall drin. Ich glaube, das war auch mit den ersten Gimmicks drin, jetzt mit in der Neuauflage von der Yps. So. Das war auch gleich die ersten Gimmicks war auch gleich Uhrzeitkrebse drin. Ich hatte mal so ein, keine Ahnung, so ein Dinosaurierbuch oder sowas. Und die hatten tatsächlich ein Ablaufdatum. Und dann Uhrzeitkrebse, weißt du? Und dann gucke ich da irgendwie nach 5 Jahren drauf, alles völlig zerbröselt da drin. Und denke so, Alter, meine Uhrzeitkrebse, was soll der Scheiß? Tja, aber da auch nicht alles. Auch irgendwie dann das Futter gab es dann eine extra Heft und so. Ne? Eigentlich am Anfang, glaube ich, haben sie es zusammen gemacht so und dann irgendwann haben sie so von wegen, ja, wir strecken das mal ein bisschen so. Da hast du in der ersten Hälfte nur die Tierchen gekriegt. So. Bei mir waren das so zwei Fächer auf jeden Fall in dieser Zeit schon. Ich bin OZ-Krebs, aber auch immer ein bisschen sehr gehypt für Fischfutter. Wir schweifen ab. Entschuldigung. Wie bist du dazu gekommen, im Comicladen zu arbeiten, beziehungsweise sag du erstmal, bei welchem Comicladen du arbeitest und wo. Genau, mittlerweile ja bei Racing Rainer in Hamburg, Harburg. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also Rainer hat vor knapp 3,5 Jahren jetzt da in Harburg den Laden aufgemacht. Ja, war einfach richtige Zeit, richtiger Ort. Vorher halt schon immer den Laden besucht und dann fiel irgendwie diejenige weg, die da gearbeitet hat. Die hat dann einen anderen Job gefunden so und Rainer hat halt gesucht. Und dann habe ich natürlich mich dafür begeistert, so von wegen, ich war eh gerade arbeitssuchend und hey, was gibt's Besseres als im Comicladen dann zu arbeiten? Und zack, war ich da und bin auch noch da. Ihr habt ja hauptsächlich deutsche Comics. Genau. Also wenn man reinkommt, sieht man bei euch ein Regal voller deutscher Trades. Auf der anderen Seite ein paar Regale. Ein paar Regale, ja. Hm. Tausende deutsche Mangas gefühlt. Ja, okay. Die guten halber Preiskisten. Oh, ja. Die man ganz auf jeden wichtig. Fall nicht missen will. Ich denke, das ist so der erste Punkt, wo man direkt hinpilgert in dem Laden. Genau. Und dann habt ihr noch zwei Boxen englische Hefte. Zum Beispiel, ja. Ja, weil englische führen wir tatsächlich so nicht. Gerade auch nicht die aktuellen und so. Wenn durch Ankauf mal was reinkommt, dadurch kommen die halt bei uns im Laden so. Diese zwei Longboxen mittlerweile. Aber es ist halt sehr, sag ich mal, bescheiden. Also es ist jetzt nicht die Riesenauswahl, wenn man jetzt englische Sachen sucht. So. Das Schöne ist auch, wenn man durchgeht zu den englischen Boxen, man sieht diese zwei Kisten und man sieht alles 1 Euro. Heißt, ihr habt keine Ahnung, was ihr da verkauft. So sieht's aus. So hart es klingt, aber ja. Also zumindest die Hefte,
Trades sind dann schon bei 5 Euro, sag ich mal. Also und ganz dicke auch für 8 Euro so. Aber die Hefte so im Allgemeinen 1 Euro. Und na, ihr habt ja auch so öfter mal neue Sachen da liegen für weniger als der Neupreis. Ja, als wir jetzt da waren zum Marvel-Tag, waren wir zusammen da. Da hat die auch, was lag da, Doctor Strange, glaube ich, ja. Band 1 für... Ja, wie gesagt, 110. Durch Ankauf kommen halt auch echt aktuelle Sachen rein, so wo die Leute auch so sagen, ich will es nur lesen so und dann hier wieder und ich hole mir das nächste so. Und dadurch kommt das dann halt auch zustande, dass tatsächlich auch mal echt aktuelle Serien da echt für einen halben Preis hast oder zumindest so. Nicht für Neupreis. So. Ich fand es auch erstaunlich, was da alles in diesen Gebrauchtkisten rumliegt. Das war jetzt, ich sage mal, kein Scheißzeug, ne? Das waren Sachen aus der besten Zeit, die du so nicht mehr bekommst. Marvel 2007, 2008. Und richtig gute Sachen bei, habe ich auch zugeschlagen. Du bist auch Stammkunde in dem Laden. Ja. Beziehungsweise du bist mehr Stammkunde im Laden als ich. Ich bin ja erst jetzt zweimal da gewesen. Auf Anraten auch von dir. Was zeichnet den Laden für dich aus, dass du sagst, das ist mein Laden hier in Hamburg? Ja, einfach das Angebot. Und halt eben ein freundliches Team so und die dann eben halt auch wirklich versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das, was das Sammlerherz begehrt, zu bekommen. Oder überwiegend. Weil waren ja auch schwierige Serien dabei, wo du sagst, so links vergriffen und so und dann noch zum moderaten Preis die zu kriegen. Ja. Vergriffen ist sowieso immer ein Problem. Wenn man sieht, was auch neuere vergriffene Sachen im Internet für Preise erzielen. Ja, nicht nur auf eBay, bei Amazon habe ich es jetzt gesehen. Ein Megaband, der bei eBay 100 gebracht hat, ist dann für Amazon direkt mal für 200 eingestellt worden. Wo ich mir dachte, ist halt die Frage, ob er dann noch für 200 weggeht. Ne? Also bei Amazon kann man eigentlich sagen, so okay, es sind schon Fantasiepreise, die dort auftauchen. Ach, vielleicht findet sich mal der ein oder andere, der zuschlägt. Aber auf jeden Fall. Dann denkt er, oh, der geht jetzt noch höher, bis auf 500, was utopisch ist für einen deutschen Band. Aber wer weiß. Ihr fahrt auch viel auf Messen? Ja. Also Rainer nimmt tatsächlich alles mit, was geht so. Von den Comic-Passen. In Sachen Frauen, okay. Nein, von den Comic-Passen natürlich. Man muss dazu sagen, Rainer ist schon ein fortgeschrittener Mid-Ager. Ja, und auch schon ziemlich lange dabei. Also er hat schon ziemlich früh angefangen. Schon als kleiner Steppke im Comicladen gearbeitet, ne, und da schon seine ersten Erfahrungen gemacht. Gab es damals auch schon Comicläden? Es gab tatsächlich auch schon in Harburg damals Comicladen. So. Ja. Die gibt es auch schon lange nicht mehr. Also, wie gesagt, wo Rainer jetzt vor 3,5 Jahren den Laden da aufgemacht hat, davor war schon Ewigkeit nichts mehr. Also, seitdem ich da in Harburg wohne, habe ich da nie den Laden gesehen. Also, es muss schon lange her gewesen sein. Da waren wir wahrscheinlich noch Kinder. Na gut, aber Hamburg an sich ist ja gut bestückt. Ich meine, ich habe auch mal ein bisschen rumgeschaut. Ich habe jetzt zwar nicht die großartigen Läden gefunden, sag ich mal so, aber so 2-3 elitäre Comic-Läden sind da schon bei, wo man gut und gern hingehen kann. Auf jeden Fall. Verlegt sich auch alles so ein bisschen auf das Innenstadtgebiet, sag ich mal, von Hamburg jetzt direkt so. Ja. Also Harburg an sich hatte, da warst du echt außen vor. Wie gesagt, hatte ich vielleicht vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es im ersten Take dann untergegangen ist, der jetzt fehlt. Ich musste halt auch mal mindestens bis Hauptbahnhof fahren, wenn du jetzt aktuelle Serien haben wolltest, so, oder dann halt noch weiter. So. Und das war dann ganz praktisch, dass der Rainer den Laden noch gemacht hat, weil jetzt brauche ich 10 Minuten, wenn wir einen Comicladen und das ist. Wobei ich muss sagen, der Hauptbahnhof hier in Hamburg, der hat für einen Hauptbahnhof eine exzellente Auswahl. Ja, die kümmern sich da auch. Also da sind auch Leute da am Start, so, die ist echt kümmern gut. sich da. Nicht nur, dass die neuen Panini-Sachen einfach auf den Markt werfen, die haben auch Vertigo-Sachen, unendlich viel altes Zeug, Sandman, auch alle Tie-Ins, so, Spin-Offs, whatever. Und auch eine riesen Auswahl tatsächlich. Also für so einen Kiosk ist es tatsächlich echt Wahnsinn. Meist auch komplett, das ist das Geile. Ich habe da auch ewig Berserk-Mangas gejagt und dann fehlten immer, ich glaube, 1-6 oder so. Dann hatten sie die, dann habe ich 1 und 2 gekauft und direkt danach wollte ich den dritten kaufen, wieder bis 8 rausverkauft. Das ist Wahnsinn. Aber alle 2-3 Wochen schieben die danach, das ist super. Du kommst ja eher aus der DC-Dark-Ecke. Ja, das ist richtig. Also klar, wenn mir jetzt ein Batman oder Superman-Comic in die Hände fällt, lese ich es natürlich auch, aber mein Herz schlägt halt für die Figuren wie Swamp Thing, Animal Man, die Dark Justice League, Constantine, auch einer meiner Lieblinge. Aber das ist ja schon ungewöhnlich. Also wenn man in Comics einsteigt, klar, da ist man nicht direkt bei Alben oder sonst was, das ist eigentlich, denke ich mal, normal. Also entweder
fällt man, denke ich mal, in das Manga-Genre rein oder man stößt direkt auf Batman, Spider-Man oder sonstige Konsorten. Die klassischen sozusagen. Ja, die Marken. Ja, es kommt drauf an, ne, wie du da rein stolperst. So. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie ich so nach kurzer Zeit denke, oh wow, Swamp Thing, fett. Mhm. Also klar, aber dann gehe ich nicht direkt in die Schiene, so, sondern bleib erstmal bei Batman und schnupper ein bisschen. Mhm. Okay. Ja. Ich meine, du siehst ja auch in meiner Sammlung, das ist hier fast alles Batman. Na gut, Swamp Thing habe ich jetzt auch komplett. Ja. Richtig, ah. Schuldig. Ich glaube, es ist generell auch das Interesse so eher an trashigen, dunklen, so Grusel, Horror. Wobei du kannst nicht sagen, dass Batman Trash ist. Nee, ich meine jetzt, was so dieses Horror-Genre halt angeht, wo dann eben halt auch dieses Justice League Dark oder auch die einzelnen Charaktere ja schon das Feld bedienen. So. Die kriegen ja jetzt oder haben auch ihren eigenen Cartoon, also was heißt Cartoon, so ein Animated-Film ist das bekommen. Okay. Wo sie aber auch wieder Batman vor die Gruppe gesetzt haben. Also so ganz Justice League Dark ist es dann doch nicht. Okay. Und den gibt's schon auf Deutsch? Der kommt, ist jetzt gerade raus oder kommt jetzt auf Deutsch auf jeden Fall?